Die chinesische Regierung betrachtet Taiwan als abtrünnige Inselprovinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, notfalls mit militärischer Gewalt. Zwar halten Analysten eine Invasion in naher Zukunft für unwahrscheinlich, doch gibt es Instrumente, die China für einen möglichen Angriff auf Taiwan einsetzen könnte. Peking hat zuletzt zunehmend seine militärische Stärke in der Region zur Schau gestellt. China könnte Luft- und Raketenangriffe nutzen, um Taiwans Militärinfrastruktur lahmzulegen. Peking könnte versuchen, Taiwan komplett zu blockieren, sodass niemand und nichts mehr auf oder von der Hauptinsel herunterkommt. Im April 2023 simulierte die chinesische Armee dies bereits in einem dreitägigen Manöver. Analysten zufolge müsste eine Blockade allerdings lange andauern, damit sie in Taiwan Wirkung zeigte. Zudem könnte eine Blockade der wichtigen Schifffahrtshandelsroute in der Straße von Taiwan Drittländer zu einer Intervention veranlassen, da die Weltwirtschaft massiv betroffen wäre. Sollte Chinas Staatschef Xi Jinping seine Ankündigung einlösen, Taiwan mit Festland China zu vereinen, müssten seine Truppen die Insel wahrscheinlich vom Meer aus besetzen. Solche Einsätze wären nicht zuletzt wegen Taiwans bergiger Landschaft komplex und schwierig. Einige Strände würden sich für eine groß angelegte militärische Anlandung eignen. Darunter ist auch einer unweit des größten internationalen Flughafens. Anstelle einer direkten militärischen Offensive könnte Peking den Druck auf Taiwan stetig weiter erhöhen. Hinweise dafür sind die verstärkten militärischen Aktivitäten im Umfeld der Insel oder die Instrumentalisierung des Handels in der Straße von Taiwan. Regierungsvertreter in Taipei fürchten außerdem einen groß angelegten chinesischen Cyberangriff, der wichtige Infrastruktur lahmlegen könnte.